Glory. Das ist der Name, bei dem die Augen jedes Kickbox-Fans leuchten. Etliche der legendärsten Schlachten im Kickboxen wurden unter dem Banner der Organisation durchgeführt. Badr Hari, Rico Verhoeven, Alistair Overeem und Sammy Shield sind nur einige der Megastars, die hier gekämpft haben. Doch wie entstand Glory eigentlich? In diesem Video gehen wir auf die Geschichte der größten Kickbox-Organisation der Welt ein und erzählen euch von ihren schillerndsten Momenten und auch von den Talfahrten. Der französische Manager Pierre Andon, spezialisiert auf den Ölmarkt, gehörte 2008 zu den bestverdiensten Hedgefondsmanagern der Welt. Und er war Kampfsportfan, der sich mit Kickboxen fit hielt. Als der damalige Kickbox-Marktführer K1 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, sah er seine Chance. Er bot an, die Organisation zu übernehmen. Nachdem die K1-Macher sein Angebot ablehnten, gründete er gemeinsam mit Scott Rundman und Markus Lühr die Glory World Series. Sie akquirierten United Glory, das Trainingsmanagement-Team Golden Glory und die europäische Kickbox-Liga It's Showtime. Mit diesem cleveren Schachzug sicherten sie sich die besten Talente und bekanntesten Namen der Zeit. Das Ziel war, alle Superstars des Sports in einer Liga zu haben. Ähnlich wie die NFL zum Beispiel. Der erste Event wurde am 26. Mai 2012 in Stockholm vor 4.500 Zuschauern abgehalten. Und sofort war klar, dass hier ein künftiger Weltmarktführer am Werk war. Die Fightcard las sich wie ein Who is Who des Kickboxens. Dabei waren die Megastars Gökhan Saki, Nicky Holskin, Robin van Roosmalen und Giorgio Petrosian. Im Hauptkampf kämpften Sammy Shield und Errol Zimmermann um den ersten Glory-Titel im Schwergewicht. Die Zuschauerzahlen in Europa wuchsen schnell. Der erste wirklich große Sprung aber kam, als Glory 4 in Kooperation mit Dream an Silvester 2012 in die Saitama Arena in Tokio ging. 15.000 Zuschauer waren Zeuge, wie 16 der besten Schwergewichte der Welt aufeinanderprallten. Im Schwergewichts-Grand Slam schlug Sammy Shield erst Bryce Goudon, dann Rico Verhoeven, Gökhan Saki und im Finale Daniel Gita. Alles an einem Abend. Nach dem erfolgreichen Start eroberte Glory weiter die Welt. In Europa schafften sie es immer wieder, echte Legenden des Sports vor heimischem Publikum kämpfen zu lassen. So wurden 2014 12.000 enthusiastische Zuschauer in Istanbul Zeuge, wie der türkische Tyson Gökhan Saki Daniel Gita ausnockte. In Kroatien lockte dann Right Leg Hospital, Left Leg Cemetery, also Mirko Krokop Flipovic, sogar 14.000 Fans in die Arena. Aber Glory wollten auch in den USA Fuß fassen. Nach mehreren Road to Glory Turnieren war 2013 Glory 9 der erste offizielle Event in New York. Weitere Events in Los Angeles und Chicago kamen so gut an, dass Glory einen TV-Deal mit Spike TV abschließen konnte. Bei Glory 11 sahen bis zu 782.000 Zuschauer, wie Rico Verhoeven im Schwergewichtsturnier Gökhan Saki und Daniel Gita schlug. 2014 krönte Rico Verhoeven sich dann in LA gegen Daniel Gita zum neuen Schwergewichtschampion von Glory und sollte den Titel bis heute nicht mehr abgeben müssen. Im Gegensatz zu K1, wo es nur das Schwergewicht und die Max-Kategorie gab, wurde bei Glory auch in vielen leichteren Gewichtsklassen gekämpft. Etwa dem Welter-, Leicht- und Federgewicht. Und Kämpfer wie Robin van Roosmalen oder Nicky Holskin konnten Erfolge feiern. Alle waren sicher, dass Glory die besten Voraussetzungen hatte, um in den USA ähnlich erfolgreich wie die UFC zu werden. Schließlich lieben die Amerikaner guten Standkampf und feiern spektakuläre Knockouts. Und davon gibt es reichlich bei Glory. Trotzdem erreichten sie in den Staaten nie die gleiche Akzeptanz wie in Europa.
Während Glory in Europa wuchs und Hallen mit über 10.000 Zuschauern füllte, blieben die Arenen in Amerika schwach besucht. Keiner konnte verstehen, warum der große Erfolg ausblieb. Ein Grund könnte sein, dass neben der sportlichen Relevanz in Amerika eine gute Story genauso wichtig ist. Nicht umsonst waren die erfolgreichsten Stars wie Chael Sonnen oder McGregor häufig auch begnadete Trash-Talker. Und in dieser Disziplin schwächelten die Glory-Stars wie Verhoeven, Holzkin oder Van Roosmalen. So ging das Interesse in Übersee langsam zurück. Während Glory 19 Verhoeven gegen Zimmermann noch über 800.000 Zuschauer erreichte, waren bei Glory 23 mit Nicky Holzkin nur noch knapp 300.000 Zuschauer dabei und der Vertrag mit Spike TV lief aus. Und damit einher gingen finanzielle Probleme. Jeder, der einmal bei einem Glory-Event war, weiß, dass die Veranstaltungen unglaublich effektvoll inszeniert sind. Und auch das kostet viel Geld. Abhilfe schuf dann ein Wechsel im Management. Glory schaffte es, die Ausgaben erheblich zu senken und neue Sponsoren zu akquirieren. In Europa boomte Kickboxen aber mehr denn je. 2015 ging es zum ersten Mal nach Amsterdam und natürlich musste Verhoeven in seiner Heimat mit am Start sein. Er war zwar schon damals ein absoluter Superstar, aber es hieß auch, er würde zu technisch und ohne Risiko kämpfen. Dieser Kampf sollte alle Kritiker zum Schweigen bringen. Mit einer brutalen Rechten schickte er Adekwui schlafen. Seitdem trägt er stolz den Titel König des Kickboxens. 2016 gab es dann noch einmal einen Anlauf in den USA mit ESPN als neuen TV-Partner. Viel spannender aus europäischer Sicht aber war die Deutschland-Premiere von Glory. Es war ein Einstand nach Maß. Zum ersten Mal trafen die Erzfeinde Rico Verhoeven und Badr Hari aufeinander. Der passende Titel der Veranstaltung: Collision One. Es war das ultimative Duell im Schwergewicht, der Glory Champion und Saubermann gegen den Bad Boy. Der Kampf endete unglücklich. Nach einem ausgeglichenen Start brach Verhoeven Badr mit einem Kick den Arm und gewann durch TKO. Genau das war die Story, die in den USA immer gefehlt hatte. Und ohne genaue Zahlen zu kennen, so ist doch sicher, dass dieser Kampf erheblich für die finanzielle Planungssicherheit von Glory sorgte. 2018 konnte ein Newcomer aus Deutschland gegen die damalige Nummer 3 im Schwergewicht, Guto Innocente, einen soliden Kampf über 3 Runden liefern. Den Namen kennt heute jeder, Mo Abdallah. Der Kämpfer aus Sinzig startete eine der größten Fehden Deutschlands. Jahrelang forderte er Michael Smolik heraus. 2019 nahm Glory auch ihn unter Vertrag und das bis dato größte deutsche Kickbox-Duell konnte zustande kommen. Bei Glory 69 in Düsseldorf sollten die beiden ihre Streitigkeiten endlich im Ring klären. Das Duell konnte die Erwartungen allerdings nicht erfüllen. In einem unspektakulären 3-Runden-Kampf wurde viel geklammert und wenig geschlagen. Letztendlich entschied Michael Smolik das Duell nach Punkten für sich und wechselte danach zum MMA. Der bisher größte Event in der 10-jährigen Geschichte von Glory war dann aber das heiß erwartete Rematch von Verhoeven und Hari. Beide bekriegten sich monatelang im Vorfeld in den Medien. Ihre offene Rechnung beglichen die beiden Erzfeinde bei Glory 75 im ausverkauften Gelredome in Arnhem. Die Badr Army verwandelte die Arena in einen Hexenkessel und buhte Verhoeven bereits beim Einmarsch aus. Zuerst sah es aus, als könne Hari das Match für sich entscheiden. Right here. 57% of his knockouts are from a right cross. That rear low kick. Oh, the right hand just put the kick down. Dann aber verletzte er sich am Sprunggelenk und Verhoeven gewann abermals durch TKO nach einer Verletzung. Das Corona-Jahr traf Glory hart. Sogar von Bankrott war die Rede. Vorstandsmitglieder wurden entlassen und Geschäftsstellen, zum Beispiel in Amsterdam, geschlossen. Doch auch dieses Mal überstanden sie die Krise und veranstalteten ohne
bzw. nur mit wenig Publikum. Glory 78. Am 4. September in Rotterdam wird dann der erste Event vor vollem Haus sein. Die Fightcard ist gespickt mit starken Kämpfen. Im Hauptkampf steht Badr Hari, der sich mit einem Sieg über Arkadiusz Wrożek zurück an die Spitze kämpfen will. Wie sieht's aus? Seid ihr dabei, wenn es heißt It's time for Glory! Seit wann verfolgt ihr die Liga und was denkt ihr, wie es weitergeht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wie bereits erwähnt, freuen wir uns selbstverständlich über einen Daumen hoch und auch ein Abo begrüßen wir immer. Das war's erstmal von mir. Egal was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig.